Zum Quadrieren und Wurzelziehen, da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die wir beachten müssen oder die uns das Rechnen damit erleichtern. Und zwar: Wenn ich einen Bruch habe und ich tue den quadrieren, dann steht es so da. Dann wissen wir sofort, der Bruch zum Quadrat, da tut man jeden Teil für sich quadrieren. Der Bruch, die Wurzel, da tut man jeden Teil für sich die Wurzel ziehen. Zwei Zahlen miteinander multipliziert zum Quadrat, da tut man jedes für sich quadrieren. Zwei Zahlen, daraus die Wurzeln, kann man für jede Zahl die Wurzeln einzeln machen. Und es gibt schon so Sachen, die mag ich eigentlich nicht sehen. Also da muss ich jetzt echt den Stift weglegen und mir einen anderen Stift holen. Na, bitte nicht. Kommt niemals auf diese Idee. Weder mit Plus noch mit Minus. Geht nicht. Geht nicht. Okay? Geht nicht. Ausnahmslos. Na, wirklich nicht. Und was tue ich, wenn ich in einem Bruch im Nenner eine Wurzel habe? Da könnten wir jetzt sagen, schön blöd. Aber wir haben doch einmal mit den Brüchen kürzen und erweitern gelernt. Es kann uns niemand verbieten, den Bruchstrich zu verlängern und oben und unten mit derselben Zahl multiplizieren. Und wer verbietet uns, mit Wurzel aus 3 oben und unten zu multiplizieren? Niemand. Am Wert vom Bruch ändert sich da gar nichts. Aber nach dem, was wir vorher gelernt haben, wissen wir, die Wurzel aus 3 mal der Wurzel aus 3, das ist ja nichts anderes als wie die Wurzel aus 3 zum Quadrat. Und da oben steht halt 2 mal die Wurzel aus 3. Und wer da jetzt schon gut aufgepasst hat, der weiß, die Wurzel aus 3 zum Quadrat ist nichts anderes als wie 3. 2 mal Wurzel aus 3. Dazu sagt man, wir haben den Nenner rational gemacht. Ja.